bin heute beim Tätowierer, habe ich euch erzählt. Und hier ist der Name Tätowierer in Siegen. Ich kriege ja heute meinen Hirsch auf meinen Oberarm und ich bin sehr gespannt und ihr dürft mir heute beim Leiden zugucken. Und da ihr eine sehr schadensfrohe Community seid, denke ich, dass euch das auch gefallen wird. Ich gehe jetzt rein. Hallo. Hi, wie geht's? Das ist der Alex. Der darf mir heute wehtun. Der legt das jetzt da drauf, um zu gucken, ob das auch alles so schön passt. Jetzt habe ich da einen Hirschabdruck. Und der Alex wird gleich mit seiner Nadel über die Linien gehen. Und dann wird da nachher ein Hirsch entstehen. Was sagst du? Schön! Hör bald auf, mich zu beleidigen! Ey, du Potzer! Die ersten 2 Stunden sind nun vergangen. Ich möchte nicht mehr leben. Also wir sind jetzt schon ein bisschen fertig, es fehlt noch das Geweih. Ich habe mir sagen lassen, das ist wirklich schlimm, aber ich bin ja ein harter Kerl und deswegen rocken wir das jetzt noch voll durch. Das ist, glaube ich, mein schönstes Tattoo, was ich habe. Und ich bin trotzdem glücklich, obwohl ich gleich, glaube ich, weinen muss. Ich weiß auch nicht, warum du immer drauf machst. Ah! Rennt wie Sau, das Zeug. Der Heino, der hat letztes Mal bei mir gepustet. Warum pustest du nicht? Pusten darf man nicht. Der hat aber bei mir pusten darf man nicht. Also das hier ist jetzt Dotwork mit ganz vielen kleinen Punkten, die unglaublich ganz oft ganz viel wehtun. Aber es ist wunderschön geworden und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Hat sie nur veredelt, finde ich. Das hört sich nicht so nett an. Geiles Kaninchen. Geil, ne? Ja. Ich muss mir noch einen Namen dafür überlegen. Ich finde, es sieht aus wie ein Harald. Harald? Mhm. Ein Rudi! Rudi! Ah, gutes Team. Vielen, vielen Dank. Es ist so wunderschön geworden. Super. Also. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Ich habe die ganze Zeit meinen Schal im Mund gehabt. Also so viel Spaß kann ich gemacht haben. Es ist wirklich. Der Stecher hat auch seine Tattoos hier machen lassen. Tattoos wäre in Siegen. Ich werde jetzt nach Hause fahren, mich begraben gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken. Ich habe auch ein bisschen Kreislaufprobleme, deswegen bin ich ein bisschen am Zittern. Aber es war wieder schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.